Vortex, würdest du? Ja, ich gehe Nietzsche holen. Davor. Nein, sag das einfach nur der Wache an der Tür. Ich möchte mich hier gerade nicht durchdrängeln. Ach so, ja, selbstverständlich. Ja, ich mach die Tür einmal auf, schau den Kartengardisten an, der ja da vermutlich steht. Wir würden gerne einmal mit Nietzsche sprechen. Würdet ihr sie wohl holen? Ja, eine Minute später klopft es an der Tür und Nietzsche steht da. Euer Gnaden, danke, dass ihr so schnell kommen konntet. Diese Herren hier werden in Zukunft mit Magistra Kohlrab gemeinsam in See stechen. Und sie haben soeben den Vorschlag gemacht, dass sie uns unterstützen könnten, wenn wir ihnen den Reif der Wellen überlassen würden, den ihr Jalan anvertraut habt. Ist dies in eurem Sinne? Nun, ich bin selbstverständlich auch darüber in Kenntnis gesetzt, wer Piotr Holmen ist. Wenn ihr meint, dass ihr dem nicht weiter nachgehen mögt, dann würde ich selbstverständlich auch ihm diesen Ring anvertrauen. Den Reif der Wellen. Nun, ich möchte dieser Sache selbstverständlich nachgehen. Allerdings wurde uns gesagt, dass dieser Herr hier Visionen hätte, die ihm eine Richtung weisen würden. Und so könnte es sein, dass er möglicherweise dafür geeigneter ist als wir. Atlitschner. Doch, der Wächter. Bestimmt hat das was mit dem Wächter zu tun. Er muss mich in seinen letzten Atemzügen auserwählt haben, bevor der elende Schuft Paligan ihn zu ihm gerufen hat. Was für ein Wächter. Ich kenne das. Auserwählt zu sein, das ist eine schwere Bürde, mein Freund. Chalvin hat mich ausgewählt. Aber das, ja. Darauf einen Meschkines. Nostrovje. Das ist Darovje. Ich verdrehe noch die Augen. Ja, der Wächter, mein guter Freund. Das war der Gesandte von Effert, da? Der hat das Heiligtum im Nähr bewacht, das Paligan geschändet und zerstört hat. Dort habe ich auch diese Rüstung her. Einer der wenigen Sachen, die ich retten konnte. Oder besser gesagt, diese Rüstung hat mich gerettet. Bliachamucha. Jetzt glaubt ihr, ihr wisst, was ihr tun müsst, weil ihr Träume habt. Sagt es mir, oder? Ich sehe es in meinen Träumen. Der Käfig und der Rochen, der versucht auszubrechen, aber es nicht kann, weil ihm der Reif fehlt. Aber dieses Artefakt ist unvollständig. Es fehlt etwas. Das ist der Grund, warum wir suchen die Lyrfeia. Die Inseln im Nebel. Wurde er dort hergestellt? Beide Artefakte wurden hergestellt. Ja, auf diesen Inseln? Das sagen nicht die Träume. Naja, weil wenn sie dort hergestellt worden sind, dann könnte man wahrscheinlich ein ähnliches Artefakt dort noch einmal bauen, oder? Also was ich weiß, ist auf alle Fälle, dass es wohl elfische Kolonien bei Ysilia gab. Von dort aus habe ich den Ring zumindest geborgen. Ich weiß nicht genau, ob euch Jalan das jemals gesagt hat, aber ich hatte damals während der Borberat-Krise diesen Reif der Wellen aus Ysilia nach Perikum gebracht. Kurz danach habe ich mich dann den Drakonitern angeschlossen. Ach, das muss gewesen sein, während ich mit Xenos in Logrolosch war. Ja, ungefähr zur gleichen Zeit. Zumindest habe ich diesen Reif von dort mitgebracht. Die eigentliche Bedeutung haben wir wirklich nie entschlüsselt. Wir wussten nur, dass es ein Gegenstück zu geben muss und so wie er aussieht, könnte er tatsächlich elfisch geformt sein. Nun. Ja, das macht Sinn. Ysilia. Wir glauben, dass wir befreien können mit Reif der Wellen und Wogen den König von Blutrochen. Hm.
Mir kommt gerade eine Idee. Was für eine, Boltax? Nun, dieser Ralf ist hochelfischer Machart, richtig? In der Tat. Und um Ysilia gab es offensichtlich Reste hochelfischer Siedlungen. Vermutlich? Vermutlich, ja. Nun, und dorthin führt unser Weg uns auch. Ja, ja, richtig. Denn so sagen zumindest einige Erzählungen und Legenden, dieser See ist nicht ganz unwichtig. Mehr möchte ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Und es gibt wohl einen Grund, warum die Druiden damals auf Sumuskate sich versammelt haben, um dort gegen Borbarad vorzugehen. Und ja, es hat unglücklicherweise nicht funktioniert. Ihr kennt ja sicherlich alle die Geschichte. Also ich weiß, dass ihr schon Heptarchenschlechter seid, aber wollt ihr jetzt tatsächlich noch nach Yol'Gurmak reisen? Nein, ja, vielleicht. Aber mir hatte den Demergator angesprochen. Ja, wir hatten ihn gesehen in einer Werft nahe Ysilia. Yol'Gurmak, wie auch immer. Was ist das überhaupt? Ein Schiff? Ein Tauchboot, von Leonardo konstruiert, soweit ich weiß. Es gibt möglicherweise einen Grund, warum Leonardo an den Grund des Sees möchte. Und es gab einen Grund, warum die Druiden, nun ja, auf Sumuskate ihre ganze Macht aufgeboten haben, um diesen See zu schützen. Und es gibt einen Grund, warum der Reif der Wogen, ein Artefakt, das mit dem Wasser assoziiert ist und hochelfischer Machart, in der Nähe von Ysilia gefunden worden ist. Vielleicht kommt ihr auf den Punkt und sagt, was ihr denkt. Wollt ihr damit sagen, dass wir den Reif möglicherweise dafür benötigen? Nicht zwangsläufig, aber worauf ich hinaus will. Dieser See hat möglicherweise größere Bedeutung, als wir es uns jetzt erklären oder erschließen können. Das elementare Wasser ist dort besonders stark und die Hochelfen haben was getan? Nun ja, vor allem hat Leonardo den See verpestet. Man kann dort nicht mehr schwimmen. Wenn dort jemand schwimmen kann, dann ist es Borniew Bornski. Ich kann sicher überall schwimmen. Gerne, selbst in der blutigen See. Ich kann selbst dieses dreckige, verpestete Wasser atmen. Und das liegt alles an dieser Rüstung. Das ist sehr gut. Das ist wirklich ausgezeichnet. Das ist hervorragend. Wir müssen an den Grunde dieses Sees. Es geht um den Schlüssel. Mehr kann und möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Macht euch darüber keine Sorgen. Wir werden besorgen Schlüssel. Darauf eine Meschkines. Hervorragend. Hervorragend, wenn wir uns nicht um den Schlüssel kümmern müssen. Dann ist meine größte Sorge. Oh, mein Herz wird mir gerade so leicht. Oh, darauf ein Meschkines. Jawohl. Wir hätten wirklich noch eine vierte Flasche Meschkines einpacken müssen. Boah, kein Problem. Wir haben noch auf unserem Schiff. Ich biete euch gerne einen Wein an, aber das ist wohl nicht ganz das, was nach eurem Geschmack ist. Moment, ich habe noch ein Stollengrollen für ganz besondere Momente aufgehoben. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich gehe mal schnell in meine Kajüte und hole die letzte Flasche Stollengrollen, die ich noch habe. Wenn ihr den Schlüssel besorgt, dann müssen wir darauf anstoßen. Ein Stollengrollen für jeden. Pete. Das scheint mir tatsächlich eine gewinnbringende Lösung zu sein. Lasst uns anstoßen. Keine Sorge, Boltax. Wir, auf uns kannst du dich verlassen. Wir kümmern uns darum. Naja, dann auf tote Heptarchen. Auf tote Heptarchen. Auf das Bornland. Auf das Bornland. Nostrovje. Nostrovje, dabei. Und die Götter. Und nochmal, um das zu unterstreichen. Ja, wir jagen Heptarchen. Einer muss es ja tun. Wir Hambucha. Ehre du. Ja, so könnt ihr noch die nächsten 15 Minuten Meschkines trinken und anstoßen euch mit Piotr Holmen, dem bornischen Seeheld, und seinem Borniew Bornski anfreunden. Und im Prinzip gehört jetzt auch die Marschallin Jadwiga von Hummergraben zu dem Bund der Wogen. Ich würde Borniew noch alles mitteilen, was ich über den elementaren Schlüssel des Wassers weiß, in einer ruhigen Minute. Ja,
Borniow setzt sich auch zu dir, nimmt eine Meschkine-Flasche nur für euch beide. Und wenn die dann aufgebraucht ist, dann klopft er dir nochmal auf den Rücken. Ach, Motax, wir müssen noch gemeinsam richtig trinken gehen. Das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Dann habt ihr den Schlüssel und den Rochenkönig befreit. Ne? Und wenn ich diesen Schlüssel erstmal in der Hand halte, das ist die konzentrierte Macht elementaren Wassers. Oh, das wird mächtig. Damit können wir Paligan aufhalten. Oh, das wird... Oh, haha, ach, Borniew. Ja, ob der fünften Flasche Meskines erzähle ich dir vielleicht sogar über Katjuscha. Oh, da will ich aber ganz genau was hören, ne? Ja. Und ob der Tatsache, dass früher Morgen ist, ist Boltax schon echt gut dabei. Ja, ihr dürft mal alle mal eine Zechenprobe würfeln. Ja, ich das Leben. Ich hab wohl dran genippt. Das Leben eines Bornländers. Da wird mitgetrunken. So, damit der gute Diamant nicht betrunken ist, man darf sich ja vor seinen neuen Freunden hier nicht zum Affen machen. Okay, wie soll es weitergehen? Die Bornländer verlassen nach und nach das Schiff, bleiben abrufbar im Kunchumer Hafen, die fahren zumindest noch nicht los, aber ihr seid wieder alleine. Ehrliche Leute, ich hoffe, sie sind der Aufgabe gewachsen. Aber diese Rüstung, die der eine trug, ist ja doch recht bemerkenswert, oder? Konntet ihr einen genaueren Blick erhaschen? Ja, sie ist tatsächlich auch hochelfischer Machart. Nun ähnlich wie das, was Mendarion damals gezaubert hat, nur deutlich mächtiger und von stärkerer Kraft durchwirkt und durchdrungen. Nun ja, ein edles Stück, muss ich sagen. Ich denke, mit dieser Rüstung wird er unter Wasser keine Probleme haben. Na gut, das Wasser macht nicht Probleme. Ich frage mich nur, wie er durch Tobrien gelangen will. Nun, da stehen Sie ja ganz optimistisch. Warum auch immer. Ja, vielleicht etwas naiv. Vielleicht, weil die schon betrunken waren, als sie angekommen sind. Das Bornländer das nicht immer? Ich glaube nicht, dass das ihre Urteilsfähigkeit wirklich trübt. Ich nehme an, die ist einfach immer scheiße. Das kann auch sein. Sollten Sie diese Aufgabe bewerkstelligen und den Schlüssel für uns erringen, ist das ein extremer Gewinn für uns. Naja, ja. Wenn Sie dabei draufgehen, dann müssen wir es halt selber machen. Ich frage mich, welches Ihre Prioritäten sind. Sie sprachen davon, diesen Rochen, Blutrochenkönig zu befreien und dann erst den Schlüssel zu suchen, nicht wahr? Solange wir am Ende den Schlüssel haben, ist es mir egal. Nun ja, ich vermute mal, die eine wie die andere Mission ist, sehr gefährlich. Aber ja. Gut zu wissen, dass es auch andere Leute gibt, die sich solchen gefährlichen Missionen waghalsig entgegenwerfen und dass wir nicht die Einzigen sind. Nun, ja, ich denke auch. Wir sind sicherlich sehr qualifiziert, aber wir sind nicht die Einzigen, die etwas tun können. Nun, ich habe zumindest schon von den Donnersturmhelden gehört, die nun vor einigen Wochen ziemlich heldenreich waren. Ach, hat das Donnersturmrennen wieder stattgefunden? Ja, korrekt. Ich habe, als wir das letzte Mal bei Arkos waren, hat er davon erzählt. Er wollte auch teilnehmen. Und? Das hat er sogar. Er gewonnen? Nein, gewonnen hat er nicht, aber er hat wohl tatsächlich wohl wieder eine Verschwörung aufgedeckt. Mal wieder, wenn es um dieses Fahrzeug geht. Das war vor 25 Jahren das letzte Mal auch schon so. Und dann ist das am Ende vielleicht mehr wert als der Sieg an sich. Wer hat stattdessen gewonnen? Das ist tatsächlich etwas, was etwas mysteriös war. Ich hab nur Hören, also Gerüchte mitbekommen, dass wohl, nun ja, das müssen tatsächlich Gerüchte gewesen sein. Zumindest soll wohl der Donnersturm auch zerstört sein. Ob das denn tatsächlich stimmt,
Ich war... Nun. Nun, das wären schlimme Nachrichten. Aber vielleicht wurde er auch nur wieder entrückt. Nein, so wie ich das mitverstanden habe, ist er tatsächlich zerstört worden. Viel kann ich nicht glauben, was davon die Runde gemacht hat, aber ich werde im Hesinde-Tempel noch einmal fragen, wenn ihr mögt. Ich kann meinen Cousin auch fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Der wollte auch beim Donnersturmrennen teilnehmen. Wenn er das Wirklich? Gemacht hat, weiß er vielleicht mehr. Ja. Nun, aber es würde mich auf jeden Fall interessieren. Und nun, sollte er wirklich zerstört sein? Die Sturmlümmerin wird schon wissen, was sie tut. Ja, in 4 bis 5 Jahren sehe ich ihn bestimmt wieder, wenn ich das nächste Mal in Xolosh bin. Und dann setzen wir uns bei einem Bier und einem Pilzragout zusammen. Und er erzählt mir mal von dem ganzen Rennen. Also, der offizielle Gewinner soll wohl Gerberoth der Weiße gewesen sein. Das ist ein Krieger, ein ehemaliger Fuhrmann. Ehemals war er wohl blond, aber dann hat er wohl weiße Haare bekommen. Aber so wie ich das mitbekommen habe, soll wohl jemand hinter einer Identität stecken. Also, der hat doch das letzte Mal vor 25 Jahren schon teilgenommen, oder? Tja. Das ist eine stattliche Anzahl an Jahren für einen Menschen. Das letzte Mal war es ja ein Held, der dann auch an der Tollpforte gesehen wurde. Als gegen Bobort gekämpft wurde. Und dann ist der ganze Vorgang wohl wahrlich mysteriös. Nun, die Gerüchte besagen zumindest, dass es wohl Leomar von Baburin gewesen sein soll. Also Leomar Drachenherz. Leomar der Löwengleiche. Ja, genau der. Dann muss Rondra tatsächlich einen Plan für den Donnersturm gehabt haben. Ich werde in der Sinnekirche noch einmal nachfragen, was dort passiert ist. Alles, was ich weiß, ist, dass es jetzt diese Sammelkarten mit Gerberoth dem Blonden gibt und beziehungsweise Gerberoth dem Weißen und den ganzen Helden, die ihm geholfen hat. Und natürlich hat Akoshar eine weitere Sammelkarte bekommen. Dieses Mal nicht nur in Silber, sondern sogar mit goldenem Rahmen. Eure Idee verbreitet sich weiter, Boltax. Ja, ich weiß. Eine gute Sache, nicht wahr? Ich denke auch. Es macht den Leuten Mut. Nun, zumindest seid ihr nicht die einzigen Helden. Und Piotr und Borniew beweisen das ja auch ein weiteres Mal. Na gut. Aber dann werde ich euch bei der Offiziersbesprechung weiter alleine lassen. Und wenn ihr noch irgendwas braucht. Ach so, ich habe zwei Terboniden gefunden, wenn ihr mögt. Palmeia Sonia Layla und Shanna Sonia Layla. Das sind zwei Schwestern, die uns begleiten mögen. Ah, wunderbar. Freut mich sehr. Ja, das wollte ich nur einmal zu sagen haben, jetzt wo ich sowieso hier bin. Gut. Gut, dann schreibe ich mir die Namen gleich einmal auf und Zulamin zückt die mittlerweile doch ziemlich lange Liste mit Bewerbern. Gut, dann ich hoffe, dass ihr noch etwas anderes esst, denn Mesh Guinness auf nüchternen Magen ist nicht ganz so angenehm, wenn ihr den heutigen Tag noch irgendwie nutzen wollt. Ein scheußliches Getränk, viel zu süß. Ja, wir haben tatsächlich noch Wichtiges vor. Hast du dahin gar nicht getrunken, Abelmir? Nein. Ein solcher Schnaps am frühen Morgen ist nicht gut. Hier, schiebt man den Becher zu und Diamanten rüber. Ja, und ich kipp den runter. In den Grinsen. Vielleicht sollten wir etwas frühstücken, bevor wir nun ja Ruban unsere Aufwartung machen. Das ist richtig. Ja, wir sollten in der Küche Bescheid geben. Ein guter Tag startet immer mit einem guten Frühstück. Boltax, falls du nach dem Frühstück noch einen Augenblick Zeit hast, würde ich gerne nochmal mit dir reden. So unter vier Augen. Natürlich. Selbstverständlich, wenn du über deine Ängste, Nöte und Sorgen reden möchtest. Ich hatte dir das ja angeboten. Gar kein Problem. Ja, danke sehr. Ja, und dann wenig später, nach dem Frühstück, sofern niemand noch was ausspielen möchte. Ja, einen leckeren Zwieback mit Marmelade später.
Ja, dann marschiert Diamantis mit Boltax runter ins... das ist nicht das Kabelgatt, wie heißt das? Zumindest aufs Unterdeck. Befindet sich da momentan irgendwer? Im Orlaubdeck niemand. Im Batteriedeck ein paar Wachen, die kannst du aber wegschicken. Ja, dann gehen wir runter ins Orlaubdeck. Da sind ja auch noch ein paar Tische. Auch wenn es... das meiste davon zerlegt ist. Vorher geht Diamantis noch einmal in die Kajüte rein und mit etwas dicker in seine Kajüte rein und mit etwas dickeren Mantel marschiert er dann runter, nickt dir aber zu, sagt dann vorher noch nichts und dann angekommen setzt er sich an eins der Tische. Also, du möchtest über das reden, was dir Sorgen bereitet, Diamantis. Ja, das möchte ich tatsächlich. Ich möchte über das hier reden. Vor dich hin liegt er das Tagebuch von Sevilla. Das ist ein Tagebuch. Euers? Nein, es ist nicht meins. Und es beschämt mich auch ein bisschen, das zuzugeben, aber ich hatte keinen anderen Weg irgendwie. Das ist das von Marix. Ich hatte keinen anderen Weg, etwas über sie herauszufinden. Ich weiß, die Kapitän hat gesagt, ich soll es nicht tun, aber ich habe gut getan, es trotzdem zu tun. Blätter auf, ich glaube, das war die 64. Seite. Hast du das Buch schon aufgeschlagen? Nein, habe ich noch nicht aufgeschlagen. Okay, wartet, bevor ihr es aufschlagt, ein ganz wichtiges Detail. Das mache ich immer so, nicht, dass ich mir andere Tagebücher angucken würde. Aber wir müssen gucken, ob darauf vielleicht ein magischer Zauber liegt, anhand dessen sie rekonstruieren kann, dass jemand ihr Tagebuch gelesen hat. Das wäre zunächst wichtig. Ich würde mal einen Odem auf das Buch machen. Also, gelesen habe ich es schon, offensichtlich. Na gut, dann ist es jetzt eh zu spät. Ja gut, ja. Aber es war nichts drauf. Keine Magie, keine Rune. Wir können froh sein. Also, sie wird es nicht merken, wenn wir es gelesen haben. So, dann lass mich einmal gucken. Ach, das ist aber ein pikantes Detail. Ich habe die... Blätter weiter. Ich habe die entsprechenden Seiten markiert, da sie wohl die kleinen Holzstielchen drin sind. Oh, ja, warte. Aber das hier klingt auch interessant. Hier beschreibt sie eine Intrige in Pericum gegen eine Magistratin mit dem Namen Luvinda. Das ist ja... egal. Du hast mit einem Stöckchen markiert. Warte, hier. Ah, okay. Das ist wohl ihr Vater. Und das ist ihr Bruder. Ja. Es geht vor allem über die ganzen Abschnitte, wo sie über ihren Vater spricht. Ola. Ja, guck mal, was hier steht. Hier hat sie aufgeschrieben, dass wir in Al-Anfa waren und bei Harun. Und was ist das? Das sieht merkwürdig aus. Boltax. Ja, das sehe ich auch gerade. Das ist nicht gut. Na gut, bei all den Sachen war ich nicht dabei. Aber es ist für unsere Mannschaft im Allgemeinen nicht gut. Das blättert zwei Seiten weiter, was die Bianca schreibt. Dass wir... Was? Dass wir die Bevölkerung abgeschlachtet haben? Das ist eine dreiste Lüge und Unterstellung. Wir haben nie eine Bevölkerung abgeschlachtet oder ein Waisenhaus angezündet. Sie möchte es aber so aussehen lassen. Und das ist zwar schon Verrat an sich, aber wenn man die Zeilen von... über ihren Vater zusammenliest, und das sind ziemlich viele, scheint sie etwas über ihn zu wissen. Einen Handel, den er eingegangen sein soll. Ich glaube ihr, bei ihrem Vater handelt es sich um einen Paktierer. Aha. Nun, ich bin froh, dass du damit zu mir gekommen bist. Diamantis, wir werden das folgendermaßen machen. Das Wissen bleibt erst einmal zwischen uns beiden, bis wir wissen, wie wir damit vorgehen. Ihr müsst sie in meiner Anwesenheit einmal in ein Gespräch verwickeln, in dessen Folge ihr sie auf ihren Vater ansprecht. Und
auch das Tagebuch als Druckmittel benutzt und währenddessen gucke ich in ihren Geist, sodass ich sehen kann, was sie eigentlich wirklich zu ihrem Vater denkt, beziehungsweise was dahinter steckt. Dann können wir Zulamin das Ganze... Du? Natürlich, das... jemand muss ja das Gespräch führen, während ich mich auf den Zauber konzentriere. Ansonsten wird das richtig schwierig. Warum halten wir das Gespräch nicht direkt mit der Kapitän auf? Weil wir uns erst 100% sicher sein müssen, bevor wir eine solche Anschuldigung zu Zulamin tragen. Die hat momentan schon genug zu tun. Deswegen müssen wir die Anschuldigungen ja auch gar nicht zu ihr tragen. Zulamin ist so schon... Und vertraute nicht ganz und wollte dieses Gespräch führen. Sie hat das bisher nur nicht geführt, weil ich gesagt habe, erst einmal möchte ich Nachforschungen anstellen. Wenn du bei dem Gespräch dabei bist und dein Blick, also dieser Blick, den du in die Gedanken werfen kannst, machst, dann kannst du auch gezielt nach ihrem Vater fragen. Nein, das muss definitiv jemand anders machen, weil wenn ich spreche, während ich eigentlich den Zauber vorbereite, das ist sehr schwierig und kostet viel Konzentration und ich weiß nicht, wie mental stark sie ist. Deshalb muss das Gespräch jemand anders führen, während ich mich wirklich auf den Zauber konzentriere. Das ist zwangsläufig notwendig. Und wir sind ja in der komfortablen Lage, dass du und ich bereits Bescheid wissen, also gibt es keinen Grund, warum du nicht das Gespräch mit ihr suchst. Ja, du wirst wohl recht haben. Aber erst einmal müssen wir auch herausfinden, wo sich Marix befindet. Sie war seit Tagen nicht mehr auf dem Schiff. Das ist gut zu wissen, das lässt sich aber sicherlich leicht anstellen. Ich denke, ich verwahre das Buch bei mir und studiere es noch einmal. Nur für den Fall, dass du etwas übersehen hast. Davon würde ich wirklich abraten. Ich habe es von vorne bis hinten gelesen. Ich habe da nichts übersehen. Ich würde das Buch gerne zurücktun, Voltax. Ich glaube, das ist... Vielleicht wenig. Also ich habe einen hohen Überredenwert von 14. Ja, gut. Ich hab Neugier 7 ja, oder 8. Ich ja, weiß dann, es jetzt nicht dann, genau. Dann wird's nicht klappen. Aber, nun, Voltax, du wirst das Buch sowieso in die Hände bekommen, nachdem die... Ja, aber wenn ich mich jetzt darauf vorbereite, dann kann ich direkt in ihren Gedanken besser gucken, wonach ich eigentlich suche. Ich möchte das schon noch einmal ganz genau lesen. Das ist sehr interessant. Dann versprich mir eins. Du hast das Buch nicht von mir. Ich habe das Buch nicht von dir, nein. Gut. Wenn es bei mir auftaucht, ist es nicht von dir. Willst du die Briefe auch haben? Dann sorge ich dafür, dass sie wieder da sind, wo die hergekommen sind. Oh ja, gib mir die Briefe ruhig auch. Das klingt sehr interessant. Ja, und ich würde das Buch und die Briefe an mich nehmen.